Hallo zusammen und herzlich willkommen heute mal von einer anderen Location, denn heute geht es mal hier um den Verkehr, den wir hier haben. Und ich bin hier gerade zu Besuch beim E-Mobilitätsberater K.D. Schmitz und stehe jetzt hier auf dem Balkon seines Büros. Und so sieht das Chaos pur aus. Riesenbaustellen, kaum Parkplätze. Und da stellt man sich natürlich die Frage, was macht denn ein Unternehmer, der hier sein Büro hat und sein Auto noch so parken kann? Und darüber wird er jetzt mal berichten. Also dann viel Spaß. Ja, hallo KD. Hi. Ich habe gehört, du willst dich jetzt umstellen bei der Mobilität von deinem eigenen Auto. Erzähl doch mal, warum willst du das jetzt machen? Ganz kurz, aber bei kurz ist bei mir ja nie. E-Mobilität habe ich ja seit einem Jahr aus Hauptbeschäftigung. Und hier hat sich parkplatzmäßig der Format geändert, der meine unter der Hand gemietete Tiefgaragenstellplatz hätte ich offiziell mieten sollen, ab, weil ich da mal ausgezogen war, wo ich hatte, da kostet das Ding 85 Euro im Monat. Habe ich gedacht, raus hier, parke ich nebenan. 200 Meter weiter ist Netto, da gegenüber sind Parkplätze. So, habe ich überlegt, Dann kam WeShare zum 1. Juli und da habe ich geguckt, boah, das Gebiet hält 200 Meter oberhalb von mir, nämlich genau da, wo ich jetzt parke, fängt dieses Gebiet an, wenn man das so sehen will, vom Norden aus. Gehe da hin zu meinem Auto, vier Autos hinter mir stehen ein WeShare-Auto. Davor auch drei Stück. Also. So. Setz mich, mach mal eine Testfahrt mit meinem Auto, dann wollen wir heute mal nachdrehen. Setz mich in mein Auto, fahre nach ganz München runter nach Mariendorf, wo ich ja nun oft gearbeitet habe, auch jetzt noch ab und zu beschäftigt bin, im selbstständigen Bereich. Die App nebenbei laufen, überall permanent und immer WeShare-Autos zur Verfügung. Also auf der ganzen Strecke, ich fahre mitten durch Berlin natürlich, nicht über die Autobahn, überall WeShare-Autos nehmen können. So, da habe ich mir gedacht, so, Auto wird verkauft, für diese Wuchergebühr, Tiefgarage, da hast du noch 20 Euro übrig für ein Monatsticket, habe ich gebucht, ab 1. September habe ich Abo, jetzt habe ich ein Monatsticket, mein Auto steht bei mobile.de, installiert, mal sehen, wie es läuft, aber jedenfalls, das ist in Berlin für mich unsinnig geworden, obwohl ich natürlich für Autos arbeite und mit Autos verkaufen, beraten und lebe. Aber es ist ja nicht so, dass ich jetzt immer nur mit Strafen leben möchte beim Parken in der Stadt. Und wo ich hinfahre, kann man nicht parken. 18 Uhr Stau. Jetzt schauen wir mal, was die Öffis sagen. Wir werden dann die Erfahrung natürlich machen. Nur gut? Keine Ahnung, sehen wir dann. Also das heißt, wir werden jetzt gleich mal runtergehen. Wir werden gucken, dass wir hier... Gucken, ob da ein Wischer in der Nähe steht und dann damit mal die Strecke fahren, die ich sonst jeden Tag gefahren bin. Ja, das werden wir jetzt einfach mal machen. Genau. Wirklich. Also man findet einen illegalen Platz, aber du bist immer fast illegal oder kriegst ein Kölsch mit dem Pech. So. Ja. So, jetzt sind wir hier an einem schönen Gelände, wo des Öfteren mal Autos stehen. Dieses kann man übrigens kaufen. Das ist KDs Optima. Dienstwagen, genau. Ist im Internet, bei Mobile. Ja, oder bei KD Schmitz persönlich. Genau. Da könnt ihr das Auto kaufen. Da kann man hoch und runter rutschen. Ja. So, jetzt nehmen wir hier einfach. Ich fahre jetzt nicht hier mit. Und da haben wir jetzt nichts vorbereitet. Wir haben nichts gedreht, was auch immer gemacht. Wir wollen jetzt mal gucken, wenn ich jetzt von hier nicht mit dem Auto losfahren will, sondern die App anmache. So, hier steht einer mit 80%, 169 Kilometer. So, wir sind hier. Der steht bei mir. Ja, da sind genug. So, also fahren wir. Da sind wir. So, hier gleich alles um die Ecke. Also hier stehen 2, 4, 6, 7, 8 Stück. Unter Punkt. Ja, guck mal hier. Ja. Und wir sind hier in Pankow. Pankow, Grenze des Gebietes, genau hier diese Straße. Ja. 169. So, 169. So. Ja. Und der steht, da gehen wir jetzt hin. Da
würde Auto entführt. Tschaikowski-Straße. So, das ist bei mir unterhalb. Ja, laufen wir da einmal rüber. Geh mal runter. Tschaikowski ist ungefähr, ist die nächste Tramhaltestelle. Ja, also wir machen uns jetzt auf den Weg zum nächsten Wheelchair Golf. Mit viel Leistung. Also mit, der, genau, der mit viel mit Leistung. 30, 40 Kilometer hätten wir schon mehrere haben können. Aber der hat ja 100 und noch was. So viel wie ich ja gehört habe, ist es so, dass die... Hey, lass uns rüber, super. Dass die Autos ja über Nacht geladen werden. Ne? Dass da irgendwie ein Service unterwegs ist, der dann die Fahrzeuge an den entsprechenden Ladesäulen fährt. Gelesen habe ich, dass die Kooperation mit so drei Supermärkten gemacht haben, um die Säulen genau nachts zu nutzen. Unter anderem ist Kaufland dabei. Ja, Kaufland, ja, und Lidl, glaube ich. Aber ja, die beiden gehören ja zusammen, Kaufland. Ja, 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 das würde ja passen. Nur, ja. Geht ja darauf an, wie viele Säulen da sind. Aber jetzt standen ja doch relativ viele, die nur 20, 30 oder 50 Kilometer hat. Nur, das reicht ja auch hier für einen kurzen Weg. Genau. Nur für uns, wenn wir nach Mariendorf wollen, wäre das dumm. Das ist ein bisschen wenig, ja. Okay, also wir laufen jetzt zum Auto und melden uns dann nochmal. So, also wir haben jetzt das Auto gefunden, sind jetzt 5 Minuten gelaufen oder so, ne? Genau, ja. So, eine Tramstation, knapp. Ja, super. Da steht er und wir auch. Oh, und jetzt hast du reserviert. Was musst du jetzt machen, damit du mit dem Auto fahren kannst? Keine Ahnung. Irgendwas einscannen, oder? Ich habe hier gedrückt, irgendwie muss er ja mal weitermachen hier, oder? Wir warten auf die Prüfung. Prüfen die Kreditkarte, aber keiner sagt warum. Ja. Naja, Ja. Hast du damit irgendwas angestellt? Das ist jetzt mal der Versuch mit WeShare. Momentan haben wir das Problem, dass das irgendwie mit der Anmeldung nicht hinhaut, beziehungsweise halt mit der Freischaltung von dem Wagen. Also KD hat das jetzt reserviert, das Auto, aber mehr passiert da gerade nicht, weil irgendeine Prüfung läuft. Also könnte es jetzt doch noch was werden. Ne? Jetzt reagiert sich etwas, tut sich etwas mehr hier. Also wenn ich mit dem Reservieren-Button öffnen. Ah, lief mal. Jetzt ist das Auto auf. Auto ist auf. Ey. Hat es Klick gemacht? Nee. Nö. Öffnen. Ja, muss man sehen. Wo soll man drücken? Also, wir schieben es jetzt mal auf das erste Mal. Beim nächsten Mal klappt es dann schon besser. Jedenfalls ist das Auto auf. Wir können jetzt alles hier reinpacken, was wir so mitschleppen. Wenn ich jetzt mal eben meine Tasche hier reinballern. Schön ist, es gibt auch einen Kindersitz. Wir testen jetzt sowieso erstmal, wie ist das eigentlich, wenn du jetzt zur Arbeit fährst? Genau, wir fahren den Weg, den wir sonst auch, fahren. Mach mal alles gut. Na gut. Fährst du aber sehr ruhig. Halt. Du musst da ein bisschen üben anscheinend. Die Bremsen. Nasse Straße, also die Bremsen sind nass. Ah ja, so nennt man das. Schön ruhig ist der Wagen, das muss man. Ja, schon lange nicht mehr im Golf gesessen. Lange in so einem Golf habe ich auch noch nie gesessen. Elektrisch. Ja. Ich glaube nicht. Was man natürlich sofort feststellt, es ist nichts anderes. Nee. Ja, im Endeffekt ist es ein Golf wie jeder andere, ne? Oder ein Auto wie jedes andere. Wenn es sich rein und fährt, du hörst keinen Motor. Ach ja, okay, braucht man nicht. Fertig. Ja. Schluss. Genau. Wo man nur immer drauf aufpassen muss, wenn man denn hier wieder raus will, aus dem Auto, rausgeht aus dem Auto, dass man seine ganzen Klamotten wieder mitnimmt. Ne? Weil weg ist weg. Ne? Unser schöner Kreisverkehr, da bin ich dann morgens beim Bäcker rechts rangefahren, zwei halbe Brötchen geholt. Das geht jetzt nicht, weil hier haben wir eine Baustelle. Wir kriegen hier einen neuen Kanalanschluss oder den Kanalaustausch. Ist ja auch mit einem Grund, warum es keine Parkplätze gibt. Ne? Noch mal zusätzlich weniger. Die Straße, die wir jetzt fahren, ist in der Mitte sonst ein Auto neben dem anderen standen. Also in der Doppelreihe. Wenn man das jetzt sieht, Doppelreihe, das war sonst die Straße nach hoch und runter, sind wir rechts gefahren. Mhm. So, die ganze Strecke sind, ich schätze mal, auf 400 Parkplätze waren das. Man sieht ja, was jetzt ist. Das ist eine kleinere, das ist schon eine Einschränkung. Was mir gerade auffällt, was ich sehr schön finde, ist, dass du das große Navi da auch noch mal im Display drin hast. Ne? Das Auto ist gigantisch. Wenn es ein Kia wäre, wäre es noch besser. Ja. Aber dann wäre es ja nicht lieferbar. Ja. So, wir sind aus dem Hauptbahnhof-Tunnel raus. Kommen jetzt gleich nach Kreuzberg. Also das Ding ist einfach
schön, macht echt Spaß, ist total entspannt. Aber ist halt so, E-Autofahren ist cool. Ja, aber VW ist halt nochmal was anderes, ne? Hast du nochmal so ein bisschen so, also man merkt schon die Qualität irgendwie gerade von der Dämmung oder so, ne? Ja, von der Dämmung vielleicht schon, aber sonst beim Kia absolut nicht. Nein, ist nicht schlecht, ne? Die haben ja auch an der Verarbeitung massiv gearbeitet. Hier sind ein bisschen wenig Features. Ich habe hier keine Reku-Tasten, ich habe ja kein Tempomat gefunden. Ja, Auto, hat der Kia gar keinen ohne. Die haben es ja immer drin. Genau. Ne? Vielleicht haben wir hier irgendwo Reku in die geheimen Fächern, das brauchen wir aber nicht. Wir werden das hier einfach nur fahren, das Auto. Da hast du. Ah, Reklamation ist ausgeschaltet, hast du gesagt. Jetzt ist es eingeschaltet. Ja. Den kannst du wahrscheinlich mit links und rechts kannst du Rekuperation wahrscheinlich dann noch einstellen. Vermute ich mal so. Plus, minus? Ah, guck mal, jetzt haben wir aber. Ja. Ja, du bist ja gut, du kannst, ich bin ja kein Golfverkäufer, von daher. Nee, ich auch nicht. Ich habe nur die Zeichen gesehen. Die ja, du, ich muss auf die Straße gucken, immerhin. Ja, also probiert gut, ja. Wenn so ein Ding jetzt keine 40, 44 brutto kosten würde, oder ungefähr 40 kostet er ja, brutto, dann wäre das in Ordnung. Das kann auch für 30 gemacht werden, das Ding, dann ist das doch in Ordnung. Ja. Der Durchschnittspreis der Neuwagen im letzten Jahr war 33,4. Ja. Aller Neuwagen, wobei das natürlich dann 60%, 63% waren Gewerbekunden, dass die teure Dinge kaufen, ist klar, aber für 15, 20 jedes Elektroauto anbieten sollen, ist Bullshit, was die Forderungen sind. Das wird es nicht geben, da kannst du abschminken. Ja. Wenn ich jetzt die neue Debatte über den Corsa, den E-Corsa höre, jo, den einfach so 15,9. Ja, handgerissenes 1,1 Liter Benzinschleuderding. Kannst du nicht mit einem 50 kW E-Corsa vergleichen, der dann mittlere Ausstattungsstufe hat, da kostet der Benziner auch 25. Ja. Was schnucken sie dann, die blinden Füchse? Ja. Das ist doch, Bashing ist das doch. Wir sind im Süden angekommen und diese Straße hier ist jetzt die, wie auch immer sie heißt, ist genau die Grenze, die südliche Begrenzung des Gebietes von WeShare. Habe ich mich total gewundert letztens, wo ich gefahren bin. Genau diese Straße und auch gleich, wie ich abbiege, da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Haben die deine Arbeitsroute genommen, weil die jeden Haken, den ich jetzt schlage, schlägt dieses Gebiet von WeShare auch. Das war schon total komisch. Ja. Wir haben sie jetzt nicht auf dem Plan, aber also Attila heißt sie, genau. Aber exakt, ich bin dort immer so gefahren, morgens ist der entspannteste Weg, weil keine Staus, oder gut wie nie, so geradeaus würde es zur S-Bahn gehen. Mhm. Jetzt fahren wir hier links und das Gebiet geht tatsächlich der Straße nach, also wo man jetzt abstellen könnte. Ich war ja auch das erste Mal hier vor 2, 3 Wochen Montag, wo ich diesen Test gemacht habe. Hier ist sonst morgens dicke Verkehr. Also hier kommt er nicht mal eben so rum. Genau diese Straße. Aha. Das ist der totale Zufall. Ich habe mich nur gefragt, wo endet das denn gleich? Ja. Ja, und dann haben wir jetzt, können wir ja abkürzen, wo wir gleich um noch ein Dreiecken fahren, genau in den Bietenach. Geht es irgendwann geradeaus Richtung runter ins Industriegebiet Mariendorf? Ja. Also Mercedes und so, Produktionsstätte. Und links geht es zur U-Bahn. Und genau an dieser Ecke ist das Süden das Gebiet zu Ende. Das heißt, 500 Meter zur U-Bahn und 500 Meter runter, also wäre der Weg. Also Altmariendorf ist dann die Grenze, sozusagen. Genau, diese Straße hier ist die Grenze, wie wir jetzt fahren, immer noch exakt das Gebiet, wo man natürlich jetzt sagen kann, okay, wenn man eine Stunde das Auto weiter weg braucht, dann braucht man es zum Fahren. Aber wenn ich jetzt ein Meeting habe, wie ich ja oft im Süden, wo wir gleich kurz vorbeifahren, wenn ich da 2, 3 Stunden ein Meeting habe oder besser, manchmal auch nur Bullshit, die quatsche, dann brauche ich das Auto nicht zahlen, weil ich kann es hier vorne an der nächsten, übernächsten Ecke abstellen. Und ich glaube, 500 Meter, wer kann denn das nicht hinkriegen? Ja. Das ist doch gesund. Von der U-Bahn laufe ich einen Kilometer und von dem WeShare-Abstellplatz 500 Meter. So, wenn man jetzt hier links reinfährt, kommt man direkt zur U-Bahn. Mhm. Und genau da, wo der Mercedes steht, hier ist genau die Grenze des Gebietes. Also ich könnte jetzt hinten vor dem Daimler abstellen und wäre im Gebiet und gehe meinen 500 Meter runter, mache Meeting oder bla bla. Ja. Verträge, was auch immer, zahle also nicht, weil die paar Meter kann man laufen und in der nächsten Ecke stellst du dann wieder, suchst ein bisschen rum und nimmst wieder einen mit. Ja. Also hier ist das Gebiet genau zu Ende. Und wegen S-Bahn-Ring, wo andere Scherer dann noch einen halben S-Bahn-Ring belegen. Das ist eine Lachnummer.
das, was VW hier macht, muss man ganz klar sagen, man muss nicht nur über VW bashen. Das sind die größten Schwerverbrecher mit ihren Diesel, alles keine Frage, bin ich 100% der Meinung. Aber hier zeigt VW mal, wie es geht. Die genau. sind einfach geflutet über Berlin und nicht an jeder Ecke. Und vor allen Dingen, wo wenig Parkplätze sind, oder wo wenig Parkplätze sind, ist das schwieriger. Bei mir oben in Pankow ist ja noch ein bisschen freie Parkfläche, ein paar hundert Meter neben der Wohnung, geht es ja schon los. Da stehen die Dinger, an jeder Ecke. Ja, und jetzt sind wir... Beschleunigung zeigen. Jetzt sind wir an dem, wo wir dauern und beschäftigen. So, Elektro, rechts stehen sie, Soul. Jetzt sogar mit dem weißen, ne? Ja, der blaue ist verkauft. Echt, ja? So schnell? Ja, so schnell. Denkt ihr, müsst ihr so lange behalten? Ja, der wird ja auch in die Ecke gestellt und nicht benutzt, bis die Haltezeit abgelaufen ist. Ach so. Aber der Kunde hat es halt dann sicher. Der Kunde da ist steht ja, noch ein Silberner. Ja, die haben im Moment 5 Stück bekommen. Das war eine leichte Flut von... Cool. Von Soul, aber nur beim E-Soul. Aber wie gesagt, man hat ja gedacht, ein paar E-Soul kommen mehr, keine Ahnung warum. Es kamen 5 Stück. So, jetzt sind wir schon wieder zurück, ne? Grabeallee. Der Netto rechts. Und die Park... Möglichkeiten links. Es ging jetzt richtig flott. Ja, Verkehrslage Darmstadt ist natürlich auch ein Traum, das ist gar keine Frage. Eine Stunde sind 42 Kilometer. Ja, das ist eine wunderbare Aufnahme. So, dann sind wir, also halbe Stunde ja, hin, halbe zurück nicht, oder so. Und da, ja, drei Viertel würde ich eher sagen. Ich wundere mich jetzt ein bisschen. Das ist jetzt die gesamte Fahrzeit? Gesamte Nutzzeit. Ja, und weiter geht es in der nächsten Folge mit einem kleinen Kostenvergleich, um einfach mal zu sehen, was ist günstiger, ein eigenes Auto oder V-Share. Also dann bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, einen Daumen rauf dazulassen und diesen Kanal zu abonnieren. Also, bis zum nächsten Mal und noch einen schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer, wann ihr dieses Video seht. Bis dann. Tschüss.